Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man meiner Meinung nach im Moment am besten Autos von euren Freunden ziehen können. Dafür müsst ihr euch einen Job markieren. Die Jobmarkierung werdet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung finden. Ebenso müsst ihr noch die Markierungsoption auf einstellen, so dass euch die Jobs auf der Karte angezeigt werden. Das macht ihr einfach, indem ihr ins Interaktionsmenü geht, auf Markierungsoption. Und in dem Fall ist das ein Open-Wheel-Rennen, müsst ihr dann einfach auf einstellen, dann wird euch der Job auch angezeigt. Und ja, ebenso braucht ihr noch die Hilfe von einem Freund, ebenso dann noch das Auto, was ihr euch ziehen wollt. Einen kostenlosen Elegy in irgendeiner Garage stehen, denn den kostenlosen Elegy werden wir dann gegen das Auto austauschen. Ebenso braucht ihr noch eine Oppresso MK2, die Oppresso MK2 muss in der MOC stehen. Und ja, wenn ihr dann soweit alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Fordert einmal eure MOC an, parkt die MOC einmal hier beim Casino-Parkplatz, geht dann einmal in die MOC rein, steigt aufs Oppresso MK2 auf und fahrt aus der MOC raus. Draußen angekommen, einfach absteigen und einmal ins Casino-Penthouse gehen. Dann müssen wir uns einmal verglitschen. So, hier im Casino-Penthouse angekommen, dann werdet ihr an der Wand so ein kleines blaues Licht sehen. Das ist auf jeden Fall schon die Jobmarkierung, die es ein bisschen verbargt. Ihr könnt es ja auf jeden Fall mal testen, indem ihr nochmal ins Interaktionsmenü geht, auf Markierungsoption, dann auf Jobs, unten auf Open Wheel Rennen. Und dann seht ihr, wenn ich auf Ausblenden gehe, verschwindet die blaue Markierung und dann ist die blaue Markierung wieder da. Ist auf jeden Fall perfekt. Ja, wir begeben uns jetzt einmal zur Tür, sodass wir die Meldung bekommen zum Beitreten. Gehen dann runter auf Music Locker. Nun müssen wir einmal auf X drücken und einfach Steuerkreuz nach rechts spammen. Jetzt kann es passieren, dass wir in Jobmenü landen, so wie es bei mir der Fall ist, überhaupt gar kein Problem. Oder dass wir direkt durch die Map buggen. Einfach den Job verlassen. Dann buggen wir einmal durch die Map und schon sind wir verglitscht. Wir begeben uns einfach wieder zum Casino-Parkplatz, da wo die MOC steht. Wir schnappen uns zuerst irgendein NPC-Auto mit einem möglichst großen flachen Dach, parken das Auto einmal hinter der MOC, steigen dann auf die MK2 drauf fliegen dann auf das Auto drauf, drücken dann Steuerkreuz nach rechts, ist das Auto dann verschwunden. Öffnen wir das Interaktionsmenü und einmal das persönliche Fahrzeug einlagern. Haben wir das dann gemacht, dann können wir einmal den Mechaniker anrufen und rufen uns so irgendein Elegy aus irgendeiner Garage. Den Elegy, den werden wir dann austauschen mit dem Auto, was wir jetzt von unserem Freund ziehen werden. So, wurde der Elegy geliefert, steigen wir einfach in das Auto ein, was wir ziehen wollen. Unser Freund hat auch seine MOC angefordert, geht dann jetzt in seine MOC rein, schickt uns dann einmal eine Einladung. Die Einladung nehmen wir an, dann werden wir jetzt einen unendlichen Blackscreen bekommen. Um da jetzt einfach rauszukommen, gehen wir einfach ins PSN-Menü, dann gehen wir Netzwerk, einmal kurz Netzwerk trennen, wieder reinmachen, die Meldung einfach akzeptieren, dann werden wir in den Story-Modus geladen. Und von dort aus starten wir dann wieder irgendeine Sitzung. Und jetzt in der Open Lobby angekommen, können wir jetzt mal gucken, ob es auch geklappt hat, indem wir einfach das Interaktionsmenü öffnen. Dann gehen wir auf Sonderfahrzeuge, auf mobile Kommandozentrale, persönliches Fahrzeug anfordern. Mal kurz warten, bis das Auto geliefert wurde. Da vorne wurde es geliefert, perfekt. Und ihr seht, dass ich jetzt das Auto von meinem Freund gezogen habe. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.